Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch recht herzlich bei Uncharted The Lost Legacy. Jawohl. Und wir haben einen Hinweis bekommen. Klettern Sie die Leiter hoch, um das nächste Dach zu erreichen. Ha, wir hätten es fast nicht hinbekommen. Wir haben es uns fast gedacht, ja. Wir sind hier immer noch in Indien. Indien wurde von der Armee angegriffen, also beziehungsweise dieses Dorf wurde von der indischen Armee angegriffen und ja, wir sind mittendrin, statt nur dabei, und wir wollen wissen, was geht hier ab. Und ja, haben uns auch schon ein bisschen... Big Lotus, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, haben uns auch schon ein bisschen mit der indischen Armee angelegt, mit ein paar Typen, und ja, jetzt geht's weiter bei Uncharted Lost Legacy. Hallo, dass ihr wieder, schön, dass ihr wieder dabei seid, ja, so. Schichtwechsel. Vergiss das Dach. Okay. Zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. So, jetzt geht's ab. Was? Kämpfen. Oh. Wir wissen noch nicht, wie wir blocken. So, komm. Zack. Bam. Oh. Komm, Kleines. Komm. Oh je. Das werden aber jetzt viele. Ja. Oh! Du bist zu spät, Fraser. Pass auf, dich zu sehen. So, weiter geht's. Wir haben uns die erste Einheit zerlegt. Haltet sie auf. Na. Komm. Du willst doch eine Frau nicht anfassen. So. Zack. Schöne Breitseite. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Okay. Hatte unsere Route schon geplant? Warte mal. Hier ist irgendwas. Haben wir ein Foto machen? Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Oh, und wir sind schon im zweiten Kapitel. Sehr schön. Mal, jetzt können wir uns die Fotos angucken. So, und jetzt klappt es auch, glaube ich, mit dem Schwenken, was sie gemeint haben. Ah, nein. Ah, okay. So können wir wischen. Ja, wir haben ja ein paar Fotos schon gemacht. So, aber das waren sie. So, okay. Hier ist auch wieder was, wo uns angezeigt wird. Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja, bitte. Komm schon. Na? Danke. Ja. Weiß gar nicht, wie oft man Räuberleiter schon bei Uncharted gemacht hat. Ein Dutzend Mal. Ich glaube, wir müssen da runter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Uah. So. Da, war gar nicht so übel. Und darüber. Und jetzt? Geduld. Ja, irgendwann entwickelt man so eine Art Uncharted-Auge. Ah ja. Hier am Kanal quasi hoch. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Oh oh. Oh oh. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Gut. Eben dachte ich spring vorbei. Ach, du heilige Scheiße. So. Was? Auf den Vorsprung zubewegen, um sich darauf entlang zu schieben.
Ah, den hier, okay, alles klar. Na los, hier entlang. Sie ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer so spät bist. Ja, Eile mit Weile. Liebe Nadine. Und rüber. Oh Mann. Gut, dass es so leicht ist, ne? Boah. Das muss man ja schon sagen. Bei mir würde das Teil abreißen, aber ich würde noch nicht mal dahin kommen. Oh Gott. So, und jetzt darüber? Ja. Ich erledige ihn. Ich schaffe ihn aus. Cobra 1 für Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. So. Aber jetzt wirst du erstmal ausgeschaltet. Okay. Ja? Und wohin jetzt? Hoch. Oh, was hier? Yeah, wir haben einen Schatz. Was ist das? Was ist das? Gucken wir direkt mal. Ein Militärfeuerzeug. Wow, wahnsinnig kostbar. Hm, schön verrostet auch schon. Ja. Okay. Das ist bestimmt einiges wert. So. Müssen wir da hoch? Ich weiß nicht. Kann das sein? Aha. Und jetzt? Was hat es jetzt gebracht? Ah ja, okay. So, da geht's tatsächlich weiter. So. Oh. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit? Ja, zum Pink Lotus müssen wir. So. Wo willst du hin? Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Genau, sie checkt nur unsere Optionen, liebe Nadine. So, ich glaube, wir müssen da runter. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. So. Und hoch mit dir. Ah, das ist auch so ein Teil. Ich glaube, das müssen wir jetzt runterschieben. Ja, aber hier nicht. Hier geht's definitiv nicht. Gut, dann machen wir das halt hier vorne. Achtung, Nadine, da kommt was. Los. Oh, Scheiße. Ups. Oh ja. So. Gut. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Ja. Du, sorry. Es war jetzt nicht meine Absicht. So. Okay. Mal aufpassen, hier sind, glaube ich, irgendwelche wieder. Vorsichtig. Du gibst günstiges Rohmaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer zu sprechen? Ja. 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 Büromaterial von Anno, ne? Schlag mich tot. Alter Schwede. So. Alright. Hier ist es mir definitiv zu ruhig. Was, über mir? Wo? Ah. Können wir da rein? Ah ja. Und den wieder ausschalten. Komm, runterziehen. Zack. Ein Problem weniger. So. Alright. Da müssen wir rüber. Drücken Sie Kreis, um sich hängen zu lassen, okay? Dann lassen wir uns mal hängen. Vorhin hat es noch geheißen, lass dich nicht hängen. Und jetzt müssen wir uns doch hängen lassen. So, auf geht's. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Kommst du da rüber? Jetzt vielleicht? So, ja, alles klar. Ein richtiger Klettermarx. So, und hier müssen wir wieder aufbrechen. Ich brauche nur einen Moment. So, schauen wir mal. Okay. Eins. Oh Mann. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Ja, rustikal, aber wirkungsvoll. So.
Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Genau. Überlass es mal den Profis. So. Schauen wir uns ein bisschen um. Er war wohl sehr fleißig. In diesem schönen... Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. So, schauen wir uns mal um. Schön hier im Antiquitätenlager. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Oh, eine Krone? Oder was soll das sein hier? So sieht man fast danach aus. Mal drehen und zoomen und zurücklegen vor allen Dingen. So, okay. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Elefantenskulpturen. Ja, Elefanten sind, glaube ich, hier auch irgendwie auch heilig. Ne? Nicht nur Kühe. Das weiß ich, in Indien sind ja auch Kühe heilig. Ja, deswegen essen ja auch die Inder keine Kuh oder kein Rind an sich. Zerstörer und Wandler. Auch nicht schlecht. So. Made in China. So. Gut. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier ist wieder ein Schatz. Hier ist wieder ein Schatz. Den. Das wird niemand vermissen. Holen wir uns natürlich. Was haben wir jetzt? Taktischer Kompass. Oh ja. Machen wir taktischer Kompass. Wollte ich mir eigentlich näher angucken. Den wollten wir mal drehen und wollen wir mal zoomen und. Ich glaube, der ist schon ein bisschen wertvoller als die olle, als das olle Feuerzeug. Oh, was haben wir hier? Ich leih mir das mal raus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Ich wollte mich aber noch ein bisschen weiter umgucken, bevor ich jetzt dahin gehe. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was. Ja, vielleicht ist auch hier nochmal ein Schatz. Man weiß es ja nicht, ne? Oha. Und Elfenbeinhändler. Arschloch. Eine lose Zunge hat die liebe Chloe. So. Aber gut. Ja, okay. Dann machen wir uns mal. Was für eine Karte? Westgates, Rössala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. So. Scheiße. Das war nix. Komm. Soll ich noch? Nein. Na? Ist ein bisschen tricky. Achso, jetzt aber. Was, wenn sie. Oh, meine Herren. Vorsicht, Vorsicht. Das ist wunderschön. Shit, weg hier. Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Sir, das geht los. Was? Jemand hat das ganze Team erledigt. Over. Ich bin gleich da.
Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganishas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? 3 persische Invasionen, 3 verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Oh. Wir werfen uns selbst raus. Oh Mann. Oh Gott. Na, Gasse. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Oje. Oje. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Oh Gott. Wo müssen wir lang? Da lang? Hier geht's lang. So. Oh Gott. Komm schon. Super. Oh mein Gott. Danke, Miss. Hier drin. Schnell. So. Schnell, 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 schnell. Oh, oh. Nein. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, oh, oh. Zeit, sie verschwinden. Es geht schon wieder weiter. Ah. Komm, schnell. Oh, oh, oh. Also, oh. Das ist gefährlich. Oh nein. Komm schon. Alter Schwede. Weiter. Alter. So, weiter. Oh nein. Wir haben doch dafür keine Zeit. So. Oh, und jetzt? Ah ja, okay. Oh Gott. Oh. Komm schon. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell. Ach, du ahnst es nicht. Boah, ich denke mir, es reicht nicht. Ach Gott. So. Da weiter. Oh, oh Gott, das war auch wieder knapp. Super. Wenigstens regnet es nicht im Ström. Ja. Immer ein Hauch von Sarkasmus. Nein, scheiße. Da lang, oder? Hä? Wo müssen wir lang? Okay, da lang. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Der Fluss ist direkt unter uns. Runter an den Lichtern runter. Ja, ich probier's. Und los geht's. Nein. So, jetzt sind wir auch noch im Bad. Seilrutschen-Parcours, ja. Aber echt. Wow, alter Schwede. Oh, das sieht doch mal nett aus. Das sieht doch mal schön aus. Ach, guck mal da hier. Oh, schöne Vogels.
Hier kann man es aushalten. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserla geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauche kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Oh, jetzt sind wir tief im indischen Dschungel. Wahnsinn. Okay. Wir sind fast da. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Absolut. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns bei... Alright. Ja. Okay. Kapitel 3, Heimkehr. Sehr schön. Aber dieses Kapitel... Ach gut, Mama, was haben wir hier denn Schönes? Mama, wir können hier nochmal... Hier können wir ein Foto machen, Mama, doch direkt. Unglaubliche Landschaft. Ja, definitiv. Zack, haben wir ein Foto gemacht. Mach ich Foto durch Facebook. Ja, ja, das soll es aber mal wieder gewesen sein von der Episode 2 von Uncharted The Lost Legacy. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr es gerne mal mit einem Like zeigen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Das freut mich immer wieder. Und ja, da geht mir das Herz auf. Oh, war das zu schmalzig? I don't think so. Na, das soll es mal wieder gewesen sein von diesem Let's Play. Seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Uncharted Lost Legacy. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.